Hoher Besuch in Lohne. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne übergab am Dienstag im Rahmen des Digitalpaktes einen Zuwendungsbescheid für die Realschule Lohne. Die Stadt Lohne erhält als Schulträger 70.000 Euro. Damit soll die Realschule neue Technik für den Unterricht erhalten. Für die Digitalisierung der Schulen in Niedersachsen stellen Land und Bund im Rahmen des Digitalpaktes insgesamt 522 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld werden beispielsweise Tablets und sogenannte Smartboards angeschafft. Lohnes Bürgermeister Tobias Gerdesmeier sowie die Schulleiterin der Realschule Lohne, Cornelia Roth, freuten sich über den Bescheid. Nach der Übergabe probierte der Minister selbst noch das Smartboard aus.